Hallo, liebe Pfeifenfreunde und Tabakgenießer. Ein kleines Zwischenvideo. Eigentlich wollte ich ja was anderes drehen, also heute nicht. Eher so nach meinem Urlaub. Aber ich habe festgestellt, dass ich den einen besagten Tabak, den, ich glaube, der fünfte war es, noch gar nicht vorgestellt habe. Und das muss ich umgehend ändern, weil das ein für mich echt hammergeiler Aromat ist. Ein Tabak, den ich euch unbedingt nochmal vorstellen muss. Zumal der leider limitiert ist. Ich habe keine Ahnung, ob der nochmal in irgendeiner Kuhhase- und Kopp-Mischung vorkommen wird. Irgendwas hausgemachtes, vielleicht bei Veit Heinrichs oder so. Da muss ich morgen dann, morgen, Dienstag unbedingt nochmal nachschauen. Ein Tabak, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag, obwohl es ein Hocharomat ist. Was auch immer ein Hocharomat ist. Also ein Aromat, ein Tabak, der nicht nur aromatisch ist, sondern wirklich, wirklich ordentlich gesoßt. Aber nichtsdestotrotz man immer noch Tabak schmeckt. Und zwar geht es heute um den, man kann es einigermaßen erkennen, Edition 3 Europe von Kohlhaase und Kopp. Von denen gibt es ja mehrere. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, glaube ich, nur den und noch einen zweiten Mal probiert. Also den hier in jedem Fall, klar, ist meine Dose. Ein Tabak, den ich zwischendrin ganz gerne geraucht habe in der Weihnachtszeit. Obwohl der so überhaupt nicht weihnachtlich ist und den ich im Moment, sagen wir mal so, das ist heute nicht meine erste Pfeife und oh, ich bin schon wieder sowas von dem Kraut angefixt. Ja, was gibt es zu dem Tabak zu sagen? Außer, dass er einen exorbitanten Preis hatte, den ich jetzt nicht mehr vorfinde, weil ich habe blöderweise die Steuerbanderole entfernt, aber wir wissen, dass die 100 Gramm Dosen gerade diese Special Editions nicht unbedingt günstig sind und jedes Jahr teurer werden. Aber nichtsdestotrotz, dieser Tabak wird ja dann nicht mehr in dieser Form zumindest erhältlich sein, seit irgendein Wunder geschieht, was wirklich ein bisschen Wunder wäre. Zumal, also mich hatte damals auf jeden Fall diese fette Schmuckdose angesprochen. Fand ich schon von Anfang an ziemlich geil. Ich bin zwar jetzt kein Fan von den, sag ich mal, Attraktionen oder von Heißluftballons, aber so insgesamt die Aufmachung und dann noch in Gold. Wobei ich mehr der Silbertyp bin, hat irgendwie meine Neugier erweckt und ich lasse mich jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Tobi war es, der mich erst so richtig auf diesen Tabak gebracht hat, weil er ihn bei Tabak Mekka damals probiert hat. Tobi, du weißt es genauer als ich, ist egal. Können wir ja nochmal am Montag bequatschen. Oder vielleicht nachher, wenn du dann Zeit hast. Ja, wie gesagt, ein wunderbares Kraut. Ich bin ein bisschen euphorisch, ja. Mir ist auch Schweinewarm. Liegt daran, dass ich schon seit ungefähr 1,5 Stunden durch die Bude tanze. Und wenn ich tanze, meine ich auch tanzen. Sehr unmännlich, ich weiß. Ein Tabak, der mit so einem hübschen kleinen Kärtchen dazu kommt. Erstmal schön, thank you. Die deutsche Version steht hier, vielen Dank, dass Sie sich für einen Tabak aus unserem Hause entschieden haben. Fällt mir bei Kohlhaase und Kopp ehrlich gesagt nie sonderlich schwer. Wir garantieren Ihnen beste Qualität und viel Leidenschaft für ein Spitzenprodukt. Und da gehe ich zu 100% mit. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit. Und die habe ich. Das ist ein Tabak, der, ich muss es nochmal vorlesen, weil ich bin gerade so ein bisschen gedanklich an vielen anderen Stellen und muss noch Vorbereitungen treffen für meinen Urlaub, pipapo, und habe noch ein paar andere Sachen zu machen. Und ein bisschen bin ich auch aus der Puste. Black Cavendish. Ordentlich Black Cavendish, aber nicht zu viel. Ich zeige euch gleich noch den Tabak. Virginia Burley und Virginia Flake. Ich finde es ja total geil, wenn eine Mixture nochmal so Flake-Elemente hat. Hat was, hat irgendwie was. Und spricht auf jeden Fall dafür, dass man sich mit dem Tabak Zeit gelassen hat, dass man sich da Mühe gegeben hat. Allein schon Flake-Platten zu pressen braucht ja mehr als ein, zwei Tage. Sollte zumindest. Und gecased ist das Ganze mit Orange, Sahne und Minze. Wenn man den Tabak öffnet, der ist schon etwas älter und ja, leider in diesen beknackten Zellophanbeuteln, die zwar ganz hübsch sind für die Weihnachtszeit, aber eigentlich total ungeeignet, um den Tabak lange frisch zu halten. Aber ich habe den nun schon eine ganze Weile. Leider steht nicht drauf, wie lange, weil hier ist nirgendwo so ein fucking Aufkleber drauf. Ich glaube, da war noch mal eine Umverpackung, aber da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall aufkleberfrei. Also hier unten den, glaube ich, habe ich abgezogen. Das kann sein, aber es ist schon zu lange her. Ist auch völlig egal. Wenn ich den Tabak aufmache, Mister Knister. Jetzt nicht mehr ganz so stark, aber das Erste, was ich rieche, ist eine volle Bulle von Orangenaroma. Es geht von der Kräftigkeit, aber nicht Intensität. Wie meine ich das? Von der Fülle des Geruchs, aber nicht von dieser Penetranz her,
sehr stark Richtung Bibo. Nicht ganz so extrem, natürlich Bibo ist so ein eigenes Ding, aber es geht in diese Richtung, es kommt erstmal so ein richtiges Orangenaroma raus. Das ist, als wenn ich ganz viele Orangen in einer Schale habe, ein paar davon sind aufgeschnitten und die Luft ist, sag ich mal, sauber, klar von fremden Gerüchen und warm genug, dass sie ausreichend Moleküle transportiert, dass ich Orange richtig wahrnehmen kann. So wie, ja, wie eine fette Schale voller frischer Orangen, die ich mir, was weiß ich, zum Frühstück oder ins Müsli haue oder keine Ahnung was, oder einfach mal so zwischendurch. Das ist so das Erste, was ich rieche. Kein Ding künstlich, einfach nur fett, ein Brett aus Orangen. Ich rieche als Zweites, jetzt schon ein kleines bisschen verrochen, aber wie gesagt, der Tabak ist jetzt dadurch, dass er nicht mehr ganz so furzfeucht ist, furzfeucht, saufeucht und furztrocken, nicht mehr so ganz so saufeucht ist, ein bisschen abgeklungen, aber dadurch finde ich persönlich nochmal einen Tucken angenehmer. Es ist wie, als wenn ich irgendwann, ja, nicht nur Tabak frisch aufreiße und es riecht erstmal muffig und dann, oder extrem, und dann, wenn so ein bisschen der Tabak nach 2, 3 Minuten geatmet hat, dann riecht er einfach ganz anders. Ich vergleiche immer ganz gerne, auch wenn das Aroma ein anderes ist, wenn ich eine Packung Bierschinken aufreiße, riecht das so, als hätte da einer reingegürtelt. Aber wenn der erstmal so ein bisschen offen war, riecht es halt nach Bierschinken. Und wie gesagt, das Zweite, was hier mitschwingt, ist auf jeden Fall irgendwas Cremiges. Den Geruch als cremig zu schreiben, weiß ich, ist relativ schwierig. Aber wer mal den gerochen hat und nicht gleich am Anfang, sondern so ein paar Tage schon offen hat oder in Benutzung nicht komplett offen lassen, weil ich glaube, das tut dem Aromaten überhaupt nicht gut, der weiß, was ich meine, oder zumindest bei ähnlichen Tabaken. Was Cremiges merke ich auf jeden Fall. Minzig eher so gar nicht, aber der hat eine gewisse Frische. Vielleicht schwingt es dadurch mit, das ist ja wie bei Menthol, oder wie diesen Cool-Adder, den man bei Liquids mit reinpacken kann, wo dieses frische Aroma rauskommt. So ungefähr kann man das vergleichen, natürlich bei beiden nicht so stark. Aber nichtsdestotrotz eine schöne, ausgewogene Mixture. Ich gucke, ob man das jetzt einigermaßen sehen kann. Die Dose ist ungefähr, naja, ich habe das jetzt nochmal so ein bisschen aufgewühlt, deswegen sieht es wieder mehr aus, aber da ist roundabout ungefähr ein Drittel bis zur Hälfte leer. Ich brauche bei Aromaten sehr, sehr lange, aber nichtsdestotrotz ist das ein hammergeiler Tabak. Schönes Tabaksbild, schön wild durcheinander, dunkle Elemente, helle Elemente. Tabakblattstücke, die relativ groß sind, wie man sieht, also relativ grob, aber auch wieder ganz kleine Elemente, die ich hier einfach so in die Pfeife einbröseln lassen kann. Und mal gucken, ja, hier ist auch so ein kleines, wartet mal, das muss ich zoomen, kleines Flake-Ups-Element. Ganz weich, ganz super leicht zu zerbröseln und in die Pfeife einzubringen. Ich will es jetzt nicht komplett zerbröseln. Und ja, anzünden aufgrund des Schnittes allein, und wenn er nicht zu feucht ist, frisch nach dem Öffnen, gestaltet sich als super einfach, super angenehm. Und der schmeckt, und das ist eins der zwei Hauptkriterien, von Anfang an nach einem Orangenfeld. Gut, ich habe noch nicht ein Orangenfeld geleckt, aber ihr wisst, was ich meine. Schön nach Orangen. Es kommt sofort eine Cremigkeit dazu. Also dieses Sahnegefühl ist durchaus da. Und er hat, zumindest wenn er frisch geöffnet ist, am Anfang der Pfeife immer mal so ganz kleine, sanfte Spitzen. Keine, ich sag mal, Eispickel, die dir das Hirn rauspusten, aber sanfte Spitzen von einer Minzigkeit. Vielleicht bilde ich es mir auch noch ein, aber da ist was Frisches mit dabei, ohne dass es belastend, überbordernd oder einfach nur nervig wirkt. Und das Schöne ist, dieser Tabak raucht sich fast bis zum Schluss wirklich, kommt auf die Größe der Pfeife natürlich an, vom Aroma her durch, also bleibt bestehen. Wenn ich jetzt einen großen Kopf habe, okay, dann ungefähr nach 2/3, 4/5 roundabout kippt er dann. Beziehungsweise kippen ist das falsche Wort, der wird dann nicht zur Pappe. Ich empfinde ihn dann einfach nur als Aroma schwach, aber dafür immer noch Tabak. Artig, nicht lastig, sondern mehr so tabakartig. Man schmeckt noch ein bisschen Tabak durch. Auch so schmeckt man Tabak durch, das funktioniert ganz gut. Nicht in den ersten Zügen, muss ich dazu sagen, also ich zumindest nicht. Aber dennoch kann man nicht nur erahnen, dass hier drin auch nochmal Tabak ist. Das zweite absolute geniale Kriterium ist der Raumduft. Hammer. Zu diesem Orangenaroma und diesem, ich sag mal, diesem sahnigen Element, was im Geruch, wenn ich den Raum wieder frisch betrete, vielleicht nicht als unbedingt sahnig zu beschreiben ist, sondern vielmehr als eine süße Wolke aus, wie so Zuckerwatte, nur dass es nicht Zuckerwatte ist, aber vom,
Vom Beschreiben finde ich das so am nächsten dran. Ja, wie gesagt, gibt er dem Raum einen ganz eigenen Ton, der super angenehm ist, nicht nach kalter Rauch stinkt, wie man es bei Kippen oder sowas hat. Gut, Kippen kann man jetzt hier nicht vergleichen, aber es sind ja viele Tabake, auch naturnahe Tabake, die dann irgendwann im Raum einfach nicht mehr so schön riechen, wenn die dann ja so abgeklungen sind, sage ich mal. Und nicht so bei diesem Tabak. Also der ist wirklich vom Geschmack, vom Geruch Spitzenklasse. Wirklich Spitzenklasse. Das ist ein Tabak, den ich als gar nicht mal so als Aromaten-Fan, aber trotzdem jedem Aromaten-Fan wirklich uneingeschränkt empfehlen kann. Es sei denn, derjenige mag keine Orangen und Sahne auch nicht. Wobei Orange ist so 70, 80% im Vordergrund, was die Aromen angeht. Ja, von der Stärke her, naja, mittelstark wäre jetzt geprahlt. Ich würde mal sagen, der bewegt sich auf einer 1-5-Skala, wobei 3 mittelstark ist und 5 zieht mir die Socken aus, würde ich nicht rauchen. Auf einer guten 2 mit Tendenz leicht zu 3. Also nicht zu stark, aber auch nicht zu langweilig. Ein Tabak, den man eigentlich zu jeder Tageszeit brauchen kann, wenn man das so möchte. Und für mich, ich glaube, abgesehen vom Wintertabak, aufgrund dessen, was hier noch drin ist, auf jeden Fall noch ein Frühjahrstabak und den lasse ich jetzt erstmal wieder hier draußen stehen. Bei mir ist es ja oft so, ich packe die Sachen in die Bar und dann aus den Augen, aus dem Sinn. Und da ich jetzt den gesucht habe, weil mich zwei unter meinem Video angeschrieben haben und ich extra mal geguckt habe, wie hieß nochmal Gottverdammt der Tabak, und ich habe ihn dann auch gefunden in der hintersten Ecke, so wie es üblich ist, und musste den heute auch rauchen. Ja, hat es sich ergeben, dass ich nochmal dieses kleine Video einschiebe und ich euch hoffentlich einen guten Aromaten empfehle. Also für meines Erachtens oder meines Erachtens nach auf jeden Fall einen sehr guten Aromaten. Ja, nur die Frage ist halt, und das tut mir so ein bisschen leid, wenn ich euch jetzt Appetit auf diesen Tabak mache und ihr könnt den nicht mehr bekommen. Die Verfügbarkeit ist so ein bisschen schwierig. Vielleicht, das ist jetzt nur eine Vermutung, auch wenn da jetzt Edition draufsteht, bam, 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 vielleicht ist der auch länger erhältlich, ich weiß es nicht. Ich habe mich da jetzt nicht schlau gemacht, weil bis die Dose leer ist, gibt es wieder einen anderen Aromaten, den ich richtig geil finde. Aber das ist ein Tabak, den ich mir echt nochmal, also wenn ich den jetzt nochmal in irgendeiner Form bei Heinrichs finden sollte, bin ich durchaus geneigt, mir da nochmal eine Dose mitzunehmen, weil der ist echt richtig, richtig geil. Edition 3, Europa. Europa. Ich wollte sagen Europe. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, übermorgen geht mein Urlaub los und ich freue mich tierisch drauf. Mal gucken, was wir da für ein Video drehen, wenn wir denn eins drehen. Und ich halte euch auf dem Laufenden und nach meinem Urlaub geht es dann regulär weiter. Entweder als erstes mit der Nachgeschichte zu diesem Kraut, zu dem Barbados Plantation. Oder aber zu meinem nächsten, und den halte ich jetzt nicht in die Kamera, zu meinem nächsten alten Kameraden. In diesem Sinne, verzeiht mein kleines Zwischenspiel, aber musste sein. Ich wünsche euch was, macht's gut und bis bald.